Gera, guten Morgen, Pskov. Dobre utra, Gera, dobre utra, ребята из Пскова. Wir winken zusammen nach Deutschland. Мы помашем Германии. Sehr gut. Und Gera winkt Pskov. Hallo, schönen guten Morgen. Mein Name ist Nadia Blust. Ich bin Deutschlehrerin. Меня зовут Надя Блуст. Я учитель немецкого языка и модератор сегодня. Und ich bin heute Moderatorin bei unserer Videokonferenz. Das ist die erste Videokonferenz. Это первая видеоконференция. Und wir sind sehr, sehr froh, heute zusammen zu sein. И мы сегодня очень рады быть вместе. Итак, мы начинаем. Es geht los. Wer sind die Initiatoren? Das sind drei Lehrerinnen. Elke Golotzi, Nadia Blust und Larissa Larina. Drei Initiatoren. Три учителя, которые инициировали этот проект, мы видим с вами на этом слайде. Und was meint ihr? Wie viele Kilometer liegt zwischen uns? Das ist 1578 Kilometer. Это большое расстояние. 1578 Kilometer. Und ich befinde mich in Frankreich. А я нахожусь во Франции. Как вы думаете, сколько километров до Франции или сколько часов лететь от Пскова до Франции? Как вы думаете? Два, три? Wie viele Stunden muss man fliegen? Was meint ihr? Hallo Pskov, herzliche Grüße aus Gera. Hallo Pskov, wir sind eine kleine Schule in Thüringen in der Stadt Gera. Und hier seht ihr unsere sechste Klasse. Wir sind 21 Kinder, die Russisch lernen. Gera, unsere Schule, ist ein sehr neues Gebäude. Unsere Schule ist erst 20 Jahre alt. Und damit ihr wisst, wo sich Gera befindet, schaut, das ist Deutschland. Hier befindet sich Gera und Gera befindet sich im Osten des Bundeslandes Thüringen. Unsere Stadt trägt den Namen des Malers Otto Dix. Otto Dix wurde in Gera geboren. Das ist das Wappen unserer Stadt. Im Zentrum seht ihr den Löwen.
Gera ist eine sehr grüne Stadt. Gera befindet sich am Fluss Weiße Elster. Weiße Elster, по-русски белая ворона. Unsere Kinder kommen aus vielen Teilen der Stadt und aus den kleinen Dörfern um die Stadt herum. Das ist Gera. Ich gebe das Mikrofon nach Pskov. Herzliche Grüße aus Pskov. Сердечный привет из Пскова. Das sind wir. Это мы. Ученики 6 класса школы номер 9 города Пскова. В нашем классе 15 учеников учат немецкий язык. Schüler lernen Deutsch als Fremdsprache in unserer Klasse. Das sind sie. Wir sind 15, 3 Mädchen und 12 Junge. 3 девочки и 12 мальчиков. Und das ist unsere Schule. А это наша школа. Unsere Schule ist ziemlich alt. In diesem Jahr ist unsere Schule 77 Jahre alt. In der Schule unterrichten 53 Lehrer und Lehrerinnen und lernen 520 Schüler. А это Псков. Das ist Псков, unsere Stadt. Псков ist nicht besonders groß und liegt im Nordwesten Russlands, etwa 300 Kilometer von St. Petersburg entfernt. Pskov hat 200.000 Einwohner. А это герб Пскова. Und das ist unser Wappen. Im Wappen ist ein Schneepanther und Gottes Hand vom Himmel, die zeigt, wo sich Pskov befindet. Wie ich gesagt habe, Pskov ist nicht besonders groß. Es gibt breite und enge Straßen in Pskov. Und es gibt zwei Flüsse. Der große Fluss heißt Velikaya und der kleine Fluss heißt Pskova. Und von diesem Fluss kommt der Name Pskov. Pskova, Pskov. Herzlich willkommen in unserer Stadt. Vielen Dank, liebe Kolleginnen. Und jetzt beginnen wir unsere Videokonferenz. Wie heißt unsere Videokonferenz? Kinder lernen sich kennen. Мы с вами начинаем знакомство. Наша конференция называется «Ребята знакомятся». Okay? Das heißt,
Die Schüler stellen Fragen. Ребята ставят вопросы. Und bitte nicht vergessen, die Nummer sagen. Ja? Wer beginnt? Кто начинает? Как ребята будут 12? Номер 12. Номер 12. Как тебя зовут? Ich heiße Алексей. Wo wohnst du? Номер 4. Bitte. Давай. Wie alt bist du, Nummer 11? Ganz laut. Wenn ja, Adina trainiert. Wie говоришь по-немецки? Два. Нума два. И спрашиваю Deutsch. Какой вопрос? Was magst du? Номер 4. Ich mag Schokolade. Wie ist dein Familienname? Nummer 8. Wie ist dein Familienname? Nummer 8. Я, внимание, дорогие ученики, вы уже хорошо знаете немецкий язык. Скажите мне, пожалуйста, как правильно? Wie ist es richtig? Ich spreche die deutsche Sprache. Ich spreche das deutsche Sprache. Oder ich spreche auch deutsche Sprache. Wie ist es richtig?
Und jetzt lernen wir Russisch. А сейчас мы учим русский язык. Ребята, как это правильно? Мне зовут Никлас. Меня зовут Никлас. Меня зовут Никлас. Меня зовут Никлас. Кто ответит? Wer antwortet? А теперь меня зовут Никлас. Меня зовут. Меня зовут Никлас. Так, прочитайте, пожалуйста, дорогие ученики. Молодец, ты почти все нашел. Мы аплодируем. Кафе, бутерброда, бутерброд, суп, шашлык, хлеб, молоко, молоко, котлет, сыр, шпинат, речь. Скажите мне, пожалуйста, какие слова не подходят в эту реальность, в эту очередь? Вы, по-моему, говорите «белая ворона», да? Какое слово не подходит? И последнее. Und jetzt, welche Wörter
kommen nicht in die Reihe. Где белая ворона? Direktor. Direktor. Fitness. Super. Warte. Wie geht's an? Ah ja, ganz laut.
Сколько тебе лет? Ты из Германии. Так, остались наши аудио, мы их забыли. А можно сейчас послушать еще аудио, да? Мы аудио забыли, Нариса? Надя, прошу тебя, сначала аудио Лиза, да, хорошо. Ученики из Пскова должны... Нет, наши ученики... Über das Mädchen erzählen. Anschließend gibt es Fragen. Здравствуйте. Я девочка. Меня зовут Лиза. Моя фамилия Иванова. Мне 8 лет. Здравствуйте. Я люблю колу. Я девочка. Меня я не люблю Киви. Моя фамилия. Ответьте на вопросы. Мне кто это? Я люблю как имя? Я не люблю Киви. Ответьте на вопросы. Кто это? Это Лиза. Как фамилия? Это Лиза Иванова. Как фамилия? Восемь лет, восемь лет. Сколько лет? Она любит. Что она любит? Лиза.
mit Schule? Lisa, nie lubisz kiwi? Nie lubię. Кто она? Кто не она? Любит? Лариса, сейчас вы. Hallo, ich bin Juliane. Juliane Schmeiser. Hallo, ich bin Juliane. Juliane Schmeiser. Ich bin 10 Jahre alt und wohne in Weimar. Ich habe einen Bruder, Kevin. Er ist 15 Jahre alt. Meine Schwester Lara ist erst 2 Jahre alt. Ich besuche die 5. Klasse. Die englische Sprache lerne ich schon 3 Jahre. Die russische Sprache lerne ich erst seit 4 Monaten. Ich mag Spinat und Spaghetti. Joghurt mag ich gar nicht. Mein Hobby ist Malen. Ich treibe aber auch gerne Sport. Ich liebe Gymnastik. Habt ihr verstanden, was ich von mir erzählt habe? Wie ist mein Familienname? Wo wohne ich? Wie alt bin ich? Wer ist 15 Jahre alt? Mag Mag ich Joghurt? Mein Hobby. Wer ist 15 Jahre alt?
Mag ich Joghurt? Maschenka, Jolatschen, Zalanda, Simoi. Iste zu Jolatschen, Sjani, Muida, Moi. Iste zu Jolatschen, Sjani, Muida, Moi. Solka na Jolatschen, Salin, Kotzien, Moi. Rosa wytnianik od czyszek salatych. Staniem kajolaczko trużny karaboj. Wysielo, wysielo, strytim nowy god. Wysielo, So, danke schön, liebe Kinder, danke schön. Applaus für Gera, Applaus für Pskov. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Vielen Dank. Ich habe gesehen, ihr habt sehr viel gelernt. Мы видим, вы многому научились. Ich schlage vor, Gera singt ein Lied. Я предлагаю, Gera поет песенку к Новому году. До свидания! Bitte, Gera.